Willkommen zu einem weiteren Video von CryptoAlphabet. Wir bewerten im heutigen Video gemeinsam 10 Krypto-Projekte und schauen uns an, wie viel Exponential diese Krypto-Projekte meiner Meinung nach in diesem Bullrun haben. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, habe ich mir vorgestellt, dass das Ganze interaktiv sein soll und ihr auch gleich, bevor ihr meine Meinung zu den Projekten hört, einmal unten in die Kommentare reinhaut, wie viel Exponential eurer Meinung nach Bitcoin, Gala Games, Rejuve, Vendetta Games, Massa, Hedera, Tau, Ethereum, Serenity Shield und XRP haben. Dafür einmal unten in die Kommentare eure Meinung reinhauen und auch vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den jeweiligen Projekten, warum ihr glaubt, dass es diese X-Anstiege hinlegen kann. Ansonsten könnt ihr auch gerne, damit wir das Format auch fortsetzen, eure Projekte unten in die Kommentare reinhauen, welche Projekte wir in dem nächsten Video uns anschauen sollen und auch bewerten sollen, wie stark diese Projekte dann steigen können. Aber fangen wir gleich mal mit dem ersten und auch natürlich bekanntesten Krypto-Projekt an, nämlich Bitcoin. Bitcoin ist meiner Meinung nach einfach die Zukunftswährung bzw. eine sehr, sehr Zukunftstechnologie. Es war die erste Blockchain-Technologie aufgebaute Währung, nenne ich es mal. Natürlich mit einer eigenen Blockchain. Wer Bitcoin nicht kennt, Bitcoin ist auf 21 Millionen BTCs limitiert. Aktuell haben wir 19,7 Millionen BTCs als Gesamtangebot und es fehlen halt nicht mehr viel. Das sind 93% und die restlichen werden noch über die Jahre auf den Markt kommen. Sehr, sehr spannend. Damals, wo Bitcoin zum ersten Mal rauskam, hatten die wenigsten das Potenzial von Bitcoin eigentlich auf dem Schirm. Bitcoin ist meiner Meinung nach eigentlich so die Zukunftswährung im Sinne von eine Speichermöglichkeit von Vermögen, was aktuell die wenigsten Menschen eigentlich auf dem Schirm haben und das leider die wenigsten verstehen. Es ist das digitale Gold und wir können uns eigentlich stolz schätzen, dass wir halt in den aktuell guten Bereichen in so eine Zukunftstechnologie investieren können. Ansonsten Bitcoin aktuell mit 1,25 Trillionen Market Cap, natürlich das ganze Dollar im Sinne von amerikanischen Trillionen. Ansonsten, was kann man halt zu Bitcoin noch sagen? Bitcoin ist halt sehr fair. Es ist ein dezentrales Netzwerk, zwar langsam, aber dafür sehr sicher. Und ich bin mir sogar sicher, dass Bitcoin in der Zukunft noch viel höhere Preise erreichen wird. Aber in dem aktuellen Bullrun kann ich mir vorstellen, beziehungsweise sehe ich Bitcoin nur noch bei maximal 5x. Das heißt, Bitcoin könnte noch in die Richtung 150.000 Dollar rum hingehen pro Bitcoin. Aktuell sind wir bei 63.000. Das heißt, eine Verdoppelung sehe ich aktuell zwar schon. Wenn es noch gut läuft, dann können wir auch noch eine Verdreifachung sehen. Aber ansonsten sehe ich maximal in dem Bullrun, wenn es keine anderen Ereignisse geben sollte, wie dass zum Beispiel irgendein Krieg ausbricht und Leute auf einmal in das digitale Gold flüchten, in Bitcoin flüchten, sehe ich halt Bitcoin in die Bereiche von maximal 150.000 pro Bitcoin. Mal schauen, wohin die Reise von Bitcoin hingehen wird. Ist ein sehr, sehr sicheres Investment, wenn man halt langfristig das Ganze halten will, denke ich sogar besser als jede Aktie auf der Welt, besser als, nicht direkt als Gold, obwohl in mancher Hinsichten ist Bitcoin sogar besser als Gold, es ist nämlich sehr transportabel, man kann es überall mitnehmen, wenn man jetzt mal angenommen 150.000 Euro im Wert von Gold mitnehmen wollen würde oder mehr, dann wäre das Ganze natürlich sehr, sehr schwer, aber interessantes Projekt, interessante Technologie. Und wer hätte damals gedacht, dass diese Technologie so viel Anstieg erleben kann und so viele Leute zu Millionären machen kann. Aber machen wir gleich mal mit dem nächsten Projekt weiter, nämlich Tau. Das Ganze ist auch eines meiner Top-Investments. Wenn ihr nicht wisst, wir haben als Community damals Tau bei ungefähr 30 bis 25 Dollar eingekauft. Ich persönlich bei 25 Dollar, aber einige von euch bei 35 Dollar. Es sind sehr, sehr gute Bereiche gewesen. Wenn ihr solche guten Krypto-Projekte nicht mehr verpassen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, einmal diesen Kanal zu abonnieren, unten aufs Abo-Button zu klicken und auch gerne einmal diesem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Denn ich habe zu BitTensorTau vor ungefähr einem Jahr
bei Bereichen von 35 Dollar ein Video gemacht und habe den Leuten BitTensor mal näher bringen wollen, was die Technologie hinter BitTensor ist, warum ich der Meinung bin, dass BitTensor eigentlich was sehr Besonderes ist. Und von daher, wie gesagt, damit ihr solche Projekte nicht mehr verpasst, einmal diesen Kanal abonnieren und gerne auch in unsere kostenlose Telegram-Gruppe rein joinen. Das ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist der Grund, warum wir BitTensor so früh eingekauft haben, so viele von euch mit mir da investiert haben, weil ich, ja, wie gesagt, das zu sehr guten Bereichen in die Gruppe reingehauen habe. Ansonsten BitTensor aktuell bei 371 Dollar pro Tau, ungefähr 2 Milliarden, also jetzt deutsche Milliarden, nicht Billionen, 2 Milliarden Market Cap und auf 21 Millionen Taus begrenzt, ähnlich wie Bitcoin. 6,7 Millionen Taus sind aktuell im Umlauf. Das ist so gesehen mein Bitcoin und auch euer Bitcoin, wenn ihr in Tau damals investiert habt oder jetzt aktuell in Tau investiert. Ihr müsst euch vorstellen, dass BitTensor ist sehr ähnlich aufgebaut wie Bitcoin. Es ist so gesehen das dezentrale Ökosystem von KI. Man kann unter anderem bei BitTensor KI untereinander trainieren lassen, auf dem KI-Marktplatz seine Tools zur Verfügung stellen und. Es ist ein wirklich großes Netzwerk, wo viele verschiedene Netzwerke aufbauen können. Ultra starkes Projekt, ähnlich wie Bitcoin. Die Gründer sind so gesehen nicht bekannt, aber vollkommen egal. Es ist dezentral und das macht BitTensor meiner Meinung nach zu etwas Besonderem. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass ich zu so guten Bereichen einkaufen konnte. Was man zu BitTensor auch noch sagen kann, ich finde es generell sehr, sehr sinnvoll, dass so gesehen KI auch dezentral gemacht wird, weil ihr müsst euch vorstellen, die ganzen zentralen KI-Ökosysteme, nehmen wir zum Beispiel mal also das von ChatGPT, es gehört einem Unternehmen, soweit ich weiß, Microsoft oder Google, aber ich glaube, es war Microsoft, und das sorgt halt dafür, dass diese KI bzw. das Netzwerk mit dem Inhalten gefüttert werden kann, was das Unternehmen eigentlich füttern möchte. Das heißt, es können auch Informationen bewusst zurückgehalten werden. Bei BitTensor wird, weil das ganze System dezentral ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Es ist in der Zukunft auch eine Möglichkeit, weil man halt auch viel Wissen über die KI später erlernen wird, eine Möglichkeit, das Ganze dezentral zu halten. Und wenn wir eine zentrale Wissensquelle haben, so gesehen, ist das natürlich sehr blöd. Und mit so einem dezentralen Netzwerk ist das Ganze natürlich sehr, sehr schön. Ich bewerte Tau in die Bereiche von aktuellem Stand maximal bzw. in die Richtungen von 10x. Das kann sich je nach Situation ändern. Wenn der KI-Hype noch stärker kommen sollte, dann kann Tau auch noch viel höhere Bereiche erreichen. So gesehen ist Bitcoin das dezentrale Vermögen und Tau das dezentrale KI-Netzwerk, das dezentrale Wissen, sage ich mal. Gehen wir einfach mal weiter zu dem nächsten Projekt. Da können wir uns nämlich gleich auch mal Ethereum anschauen. Ethereum auch sehr, sehr bekannt. Das zweitgrößte Krypto-Projekt. Auf Ethereum bauen so viele Krypto-Projekte auf. Das ist wirklich, ich kann nicht mal sagen, wie viele Projekte auf Ethereum laufen. Nachteile von Ethereum, es gibt einige Vorteile. Erstens, das Ökosystem ist riesig. Es investieren in Ethereum große Unternehmen. Ethereum aktuell bei ungefähr 3000 Dollar pro ETH. Und Ethereum hat kein Maximalangebot. Aktuell ein Gesamtangebot von 120 Millionen ETHs. Und meiner Meinung nach ist Ethereum das veraltete Netzwerk, wo so gesehen Projekte laufen können. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange Ethereum überleben wird. Natürlich wird es eine gewisse lange Zeit lang gut gehen, aber irgendwann mal, vor allem, weil ich jetzt nicht so groß von dem Gründer Vitalik Buterin oder wie man auch ihn ausspricht, überzeugt bin, weil mir der Typ einfach nicht so, ich weiß nicht, er kommt mir nicht mehr so ganz bei sich irgendwie, der Typ, wenn man mal seine Videos anschaut, der ist irgendwie nicht mehr genau bei sich. Ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt, aber das ist ein bisschen komisch, meiner Meinung nach. 356 Milliarden Market Cap,
Ansonsten Ethereum natürlich, großes Ökosystem. Viele D-Apps bauen auf Ethereum auf und ich kann mir vorstellen, dass Ethereum genauso ähnlich wie Bitcoin maximal von dem aktuellen Stand noch ein 5x hinlegen kann und in die Richtung von 15.000 Dollar hingehen kann, maximal. Aber langfristig denke ich, dass andere so Layer 1 Projekte auf jeden Fall die Nase vorn haben werden. Da habe ich nämlich euch Massa mitgebracht. Massa können wir uns auch gleich anschauen. Ist auch ähnlich wie Ethereum. Es möchte so ein Ökosystem schaffen, wo viele verschiedene Projekte laufen können, die Apps entwickelt werden können und, und. Und das Interessante an Massa ist, das Besondere an Massa ist, dass es keinen Oracle-Netzwerk braucht. Das Ganze können wir uns hier auch einmal anschauen. Wenn wir uns mal das White Paper aufmachen von Massa, da steht nämlich was sehr Spannendes. Autonome Smart Contracts. Die Smart Contracts von Massa können so programmiert werden, dass sie autonom ausgeführt werden, ohne dass externe Auslöser oder Orakel erforderlich sind. Sehr, sehr, sehr bullish, habe ich so bei keinem anderen Projekt gesehen. Sehr entwicklerfreundlich und das Ganze ist natürlich auch dezentral. Was auch noch sehr bullish bei diesem Projekt ist, warum ich sehr gut in dieses Projekt investiert habe, unter anderem natürlich die Entwickler. Es sind sehr viele Wissenschaftler, es sind sehr viele, Marketingleute dabei. Doktor der Quantenkryptographie, der CEO, Doktor der Informatik und Physik, arbeitet im Bankenwesen für Trezor und. Noch viele, viele weitere solche starken Leute, Teammitglieder. Und daher bin ich der Meinung, dass Massa aktuell sehr unterbewertet ist, denn wir haben mit Massa eine Marke von ungefähr 10 Millionen. Natürlich Nachteile, es werden noch ein paar Wastings auf uns zukommen. Das nächste Wasting ist morgen, nach einem Tag, am 15. Mai. Und das kann halt dafür sorgen, dass das halt noch ein kleines bisschen runtergehen kann. Umso besser, weil ich dann halt das Exponential bei diesem Projekt höher einschätze. Bei 10 Cent habe ich persönlich meinen ersten Kauf getätigt gehabt. Mittlerweile war Massa schon nochmal bei 18 irgendwo in den Regionen, soweit ich mich noch erinnere. Da habe ich eine größere Summe eingekauft gehabt. So bei 8,2 Cent habe ich wirklich gut nochmal Massa eingekauft. Und für mich sieht das persönlich sehr, sehr bullisch aus. Ich würde schätzen, dass Massa mindestens 50x hinlegen kann. Da wären wir mit Market Cap technisch, beziehungsweise ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass Massa in die Richtung von 100x hingehen kann. Warum das Ganze dann? Weil ich persönlich der Meinung bin, dass Massa dann die Market Cap von ungefähr 500 Milliarden erreichen wird. Das heißt, bei einem 10x würden wir mit Massa die 100 Millionen Market Cap erreichen. Die 100 Millionen Market Cap erreichen. Und bei einer Milliarde würden wir so gesehen die, nee, bei 100 Millionen Market Cap würden wir ein 10x hinlegen, bei einer Milliarde würden wir so gesehen die 100x hinlegen, was durchaus bei so einem Layer 1 Projekt wie Massa der Fall sein kann. Es sind auch sehr viele D-Apps aktuell auf Massa am Laufen. Sie sind marketingtechnisch sehr weit fortgeschritten. Sie sind auf Twitter sehr aktiv. Die Community ist sehr, sehr riesig. Ich denke, 1 Milliarde Market Cap sollte locker drin sein. Und wenn wir die 1 Milliarde Market Cap erreichen sollten, würden wir schon ein 100x hinlegen. Daher schätze ich Massa bei 100x ein. Ansonsten, 50x sind meiner Meinung nach zu untertrieben. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Gehen wir einfach mal weiter zu dem nächsten interessanten Krypto-Projekt, nämlich Rejuve.ai. Zu Rejuve habe ich auch ein separates Video gemacht gehabt. Gerne das Ganze auch mal abchecken auf meinem Kanal. Ist ein KI-Projekt, welches auf Ethereum, BNB und Cardano läuft. 7,8 Millionen Market Cap und das Volumen, wie ihr sehen könnt, nicht mal 1 Million, sogar 500.000 Market Cap. Ultra schlecht meiner Meinung nach. 28% im Umlauf, 1 Milliarde Rejuve Token und wir sind aktuell in den Bereichen von 0,025 Cent und von daher bin ich nicht der Meinung, dass Rejuve
wegen ein paar Gründen langfristig durch die Decke gehen wird. Denn jedes Mal, wenn Reju versucht hat, stark anzusteigen, wurde es immer abverkauft. Hat öfters stattgefunden, was für mich leider so einen bitteren Beigeschmack hat. Und ich denke daher nicht, dass Reju gut durch die Decke gehen wird, sofern sie nicht diese Abverkäufe stattfinden. Ist ein KI-Projekt, was dafür sorgen will, dass man ewig lebt und vor allem auch das Altern verjüngen möchte. Sehr interessant, es ist ein Projekt, was halt dafür sorgen will, dass man halt unendlich lang leben kann, dass man halt das Altern verlangsamt, eventuell auch Krankheiten beseitigt. An sich die Philosophie und die Idee dahinter sehr, sehr schön, aber ob die Umsetzung so gut ist, wie stark das Ganze funktionieren wird, das werden wir sehen. Man kann hier, wie bei jedem KI-Projekt, muss man das Ganze auch mit Daten füttern. Auch bei Rejuve ist das Ganze so. Man muss das Projekt mit Daten füttern. Hierfür kann man einfach die App runterladen, da einfach seine Blutwerte eingeben, seine Krankheiten zum Beispiel. Da gibt es ja auch noch diese ganzen Healthcare-Apps, Step-In-ähnliche Apps, wo man halt die Laufschritte reintut und. Die ganzen gesundheitlichen Daten muss man hier halt zur Verfügung stellen und das Ganze wird natürlich bewertet. Und so mit den ganzen verschiedenen Daten von den Tausenden und Millionen von Menschen möchte die KI eine Möglichkeit finden, das Altern zu verlangsamen. Sie sind unter anderem auf Telegram und Twitter sehr, sehr aktiv. Die Gründer sind auch nicht unbekannte Leute. Es sind unter anderem, Leute von SingularityNet dabei. Die Jasmine Smith zum Beispiel hat bei SingularityNet im Ökosystem gearbeitet. Auch Ben war unter anderem bei SingularityNet aktiv. Und es sind halt Doktoren und Wissenschaftler. Kann sein, dass das Projekt wirklich stark durch die Decke geht, kann aber auch sein, dass es halt ein Flop wird. Aber ich würde sagen, wenn Serenity Shield das hinbekommt, was es sich vorgenommen hat, dass wir einen 50x hinlegen können, das liegt daran, dass wir eine Market Cap von ungefähr 7 Millionen haben. Bei 70 Millionen Market Cap würden wir einen 10x hinlegen und bei ungefähr 350 Millionen würden wir, wenn es in die Richtung gehen sollte, einen 50x hinlegen und 350 Millionen Market Cap. Da gibt es Meme-Coins, die sogar höhere Market Cap haben. Von daher mal schauen, ob Rejuve.ai diese Bereiche erreichen wird. Machen wir aber mal mit dem nächsten Projekt weiter, nämlich Hedera Hashgraph. Habe ich persönlich, glaube ich, hier gar nicht noch gelistet. HBAR, doch, habe ich irgendwo. Muss ja irgendwo noch sein. Hier. Hedera Hashgraph, ein riesen Ökosystem, 3,9 Milliarden Market Cap, 50 Billionen HBAR Token, 50 Milliarden HBAR Token und davon sind 71% im Umlauf. Eigenes Ökosystem, eigene Technologie, die Hashgraph Technologie, was für eine sehr hohe Skalierbarkeit sorgen soll, was für sehr schnelle Transaktionen sorgen soll und das ganze System ist dezentral. Ein interessantes Projekt, arbeitet mit großen Banken zusammen, möchte die großen Transaktionen weltweit übernehmen, arbeitet auch in Richtung Tokenisierung. Von daher viele Bereiche möchte HBAR auf sich nehmen. Wenn das Ganze klappen sollte, könnten wir meiner Meinung nach mindestens die 30 Milliarden Market Cap mit diesem Projekt erreichen. Ob das Ganze so kommen wird, das werden wir natürlich sehen. Aber ich bin der Meinung, dass 10x auch bei HBAR möglich sind. Ob das Ganze so kommen wird, das werden wir definitiv sehen. Nächste Projekt, XRP, altbekannt. Vermutlich jeder, der irgendwas mit Krypto zu tun hat, hört erstmal was von XRP. Ich war früher mehr überzeugt von XRP, aber mittlerweile geht mir die Überzeugung bei diesem Projekt halt nach und nach weg. Möchten den digitalen Finanzmarkt übernehmen, die digitalen Transaktionen übernehmen, sei es von verschiedensten Währungen wie Euro zu Dollar, zu Pfund und was weiß ich, arbeiten auch sehr, sehr eng mit der japanischen Regierung zusammen und sie wollen so gesehen auch die ganzen Transaktionen bis Ende 2030, so wie ich das mitbekommen habe, komplett über den XRP-Ledger laufen lassen.
Mal schauen, ob das Ganze klappen wird, aber es sieht aktuell, nur weil wir jetzt mal den Preis betrachten, nicht so ja, optimistisch für XRP aus. Wir haben Projekte gehabt, wo wir investiert haben vor ungefähr ein, zwei Jahren, wo viel stärker durch die Decke gegangen sind als XRP. Und wenn man damals in XRP investiert hätte, wären wir immer noch in demselben Bereich. Aber wenn man in andere Projekte investiert hätte, hätte man jetzt aktuell, wie ich das gemacht habe, viel mehr X mitgenommen und könnte sogar trotzdem mit einem Teil von dem, was man mit den anderen Projekten gewonnen hat, verdient hat, hier in XRP investieren. Falls man glaubt, dass XRP in der Zukunft stark durch die Decke gehen wird. Ansonsten interessantes Projekt, ultra viele Partnerschaften mit Banken und auch generell mit vielen Finanzwesen. Mal schauen, ob das Ganze so aufgehen wird, wie Sie sich das Ganze vorstellen. Die Klage haben Sie soweit so gut gewonnen, aber ich persönlich bei 28 Milliarden Market Cap sehe halt langfristig definitiv gute Anstiege, wenn es so klappen sollte, was Sie halt vorhaben. Aber in dem aktuellen Bullrun sehe ich maximal, und das ist nur meine persönliche Meinung, bitte nehmt das Ganze nicht 1:1 so wahr. Wenn ihr andere Meinungen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber bei XRP sehe ich auch maximal noch ein 5x. Bitte hatet jetzt nicht zu sehr, aber ich glaube halt nicht so stark, dass XRP so viel X-Potenzial hat wie andere Projekte, wie zum Beispiel Gala Games, ein gutes und interessantes Krypto-Projekt, ein Gaming-Projekt, welches einen hohen Hype im letzten Bullrun hatte, ist auf ungefähr 73 Cent gestiegen von 0,008 Cent. Das ist wirklich ein gigantischer Anstieg, fast 100x, ich glaube sogar genau 100x und aktuell bei 0,042 Cent. Mal schauen, wohin die Reise von Gala Games hingehen wird. Das Ganze ist auch sehr Community getrieben und Gala Games haut gerne gute Sachen für die Community raus. Haben zwischenzeitlich mal ein paar Probleme intern gehabt mit den ganzen CEOs und dem ganzen Skandal und wie auch immer. Aber sie haben halt sehr viele gute Spiele, was aktiv auch genutzt wird. NFT-Marktplatz, Musik, Film etc. Ihr wisst ja die ganze Geschichte von Gala Games. Ultra großes Ökosystem, nichtsdestotrotz 1,2 Milliarden Market Cap. Ich persönlich finde da andere Gaming-Projekte, Gaming-Plattformen, die ich in den nächsten Videos euch vorstellen werde, viel interessanter und auch viel mehr Anstiegspotenzial als bei Gala Games. Nichtsdestotrotz denke ich, dass alle oder die meisten Krypto-Projekte irgendwie steigen werden und auch gute Anstiege erleben können. Und da das Ganze Community getrieben ist, kein Maximalangebot bei Gala Games zur Verfügung steht, denke ich, dass wir maximal auch mit Gala Games von dem aktuellen Zeitpunkt einen 10x hinlegen. Dass wir so harte Anstiege wie damals bei Gala Games hatten, denke ich persönlich nicht. Wir werden maximal in die Bereiche von ja, vom All-Time-High gehen können, denke ich persönlich. Ob das so passieren wird, sehen wir. Dann wären es natürlich ungefähr ein 20x. Aber selbst mit einem 10x sollte man definitiv zufrieden sein. Aber machen wir gleich mal mit dem nächsten Gaming-Projekt, nämlich Vendetta Games VDT. Eines, ja, aktuell meiner Gaming-Favoriten. Das liegt daran, dass wir einen Market Cap haben von nicht einmal einer Million, aber auch mit einer der, ich sag mal, riskantesten Projekte. Das liegt daran, dass das Ökosystem noch nicht so ausgeweitet ist. 100 Millionen VDT-Token, davon sind 5,2% im Umlauf. Das ist das Einzige, was also als Kriterium man bei diesem Projekt sehen sollte. Läuft auf Polygon, aber halbe Million Market Cap. Da haben viele Meme-Coins sogar mehr Market Cap. 140.024 gehandeltes Volumen, 12 Cent aktuell, wo wir uns befinden. Gelauncht wurde es ungefähr bei 39,40 Cent. Ich persönlich würde allein aus spekulativ in dieses Projekt investieren, was ich auch gemacht habe. 650.000 Market Cap, ey, das ist wirklich so gering für das, was dieses Projekt eigentlich abliefert. Es ist ein Gaming-Projekt, was sehr stark in Western-Richtung geht. Ihr kennt vermutlich Red Dead Redemption von GTA, von Rockstar Games, ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Sie haben auch ein NFT-Marktplatz, wo man die verschiedensten Pferde einkaufen kann, die verschiedensten,
Charaktere kaufen kann, verschiedenste Ausrüstungen, Waffen etc. Sie möchten einfach mit diesem Projekt weitermachen. Alex McConnell sieht sogar persönlich aus wie einer aus den Western. Ja, könnte sein, dass das Projekt wirklich so stark durch die Decke geht bei 500.000 Market Cap. Alleine wenn wir 5 Millionen Market Cap erreichen sollten, ist das Projekt immer noch ein Small Cap Projekt. Aber man hätte schon einen 10x-Anstieg bei 50 Millionen Market Cap. Dann hätten wir schon einen 100x-Anstieg und bei 500 Millionen, ob es jetzt in die Richtung gehen wird, hätten wir sogar einen 1000x-Anstieg. Aber allein, dass die Market Cap so niedrig ist und das Spiel so interessant ist, meiner Meinung nach setze ich das Ganze auf mal 100x. Gerne auch eure Meinung dazu. Aber machen wir gleich mal mit dem letzten Projekt weiter für heute und eines meiner Favoriten, Serenity Shield. Ich persönlich bin der Meinung, dass Serenity Shield eine sehr gute Zukunft hat. Das liegt unter anderem daran, dass sie eine sehr aktive Community haben und selber persönlich sehr aktiv auf Twitter sind. Sie posten tagtäglich News, sie machen die Community heiß, sie tun die Community nicht langweilen. Nochmal vor einer Stunde. Jeden Tag kommt mindestens ein Beitrag, ob es jetzt eine Partnerschaft ist, ob das jetzt das Burn-Mechanismus ist, unter anderem die Partnerschaft, ob es noch irgendwelche anderen News sind, ultra stark. Und ich bin der Meinung, dass Serenity Shield alleine von der Market Cap technischen Seite her gute Anstiegspotenzial hat, 1,6 Millionen Market Cap, natürlich Negativpunkt 5,4% sind im Umlauf, 100 Millionen Serge Token und ja, mal schauen, wohin die Reise mit Serenity Shield hingehen wird. Es ist ein Deep-In-Projekt, genau ähnlich wie Filecoin. Es möchte ein globales, dezentrales Netzwerk schaffen, wo man seine Sachen sicher aufbewahren kann, seine Daten sicher aufbewahren kann. Das ist vor allem für Big Data und sowas sehr, sehr wichtig und wird auch sehr interessant werden. Mit der steigenden Technologisierung, mit der steigenden Anzahl der Bevölkerung werden auf unserer Erde die Technologiemetalle immer seltener, immer wertvoller und vor allem wir auch immer wieder kriegsähnliche Situationen haben, vor allem in den Bereichen, wo diese ganzen Chips, Speichertools hergestellt werden, nehmen wir an Taiwan. Und falls es mal zu einem Konflikt kommen sollte, werden vor allem CPUs, GPUs, also Grafikkarten, sehr, sehr wertvoll werden und auch sehr, sehr teuer werden. Und daher kann man, wenn man einen nicht brauchbaren PC hat oder seinen PC nicht braucht, das Ganze ins Ökosystem zur Verfügung stellen und wird daher mit dem jeweiligen Token dann belohnt werden. Das sind halt die ganzen Deepin-Projekte. Und da wir in dem aktuellen Bullrun meiner Meinung nach den AI- und Deepin-Hype haben werden und natürlich auch Real-World-Asset, bin ich der Meinung, wenn vor allem auch das Ethereum-Projekt auf den Marktplatz kommen sollte, weil jeder wartet aktuell auf Ethereum, werden die Deepin-Projekte einmal einen starken Anstieg erleben. Bei 1,6 Millionen Market Cap, bei 16 Millionen Market Cap, wenn wir das erreichen sollten, würden wir einen 10x hinlegen, 160 Millionen Market Cap, was immer noch ein kleines Projekt ist, theoretisch, würden wir einen 100x hinlegen. Und das ist auch meine Meinung, wir werden mindestens einen 100x mit Serenity Shield hinlegen. Ich bin auch persönlich gut in Serenity Shield investiert. Wenn wir uns einmal anschauen, wie stark Serenity Shield partnerschaftstechnisch unterwegs ist, wie stark Serenity Shield das Team von Serenity Shield ist, bin ich der Meinung, dass das Ganze auch zu einer Tatsache werden kann. Wie gesagt, dezentrale Storage-Möglichkeit, das aktuelle, was wir haben mit dem ganzen iCloud und Google Cloud, das sind natürlich Projekte, die eine Firma dahinter haben, die zentral sind und unsere Daten so gesehen auch klauen können theoretisch. Mal schauen. Daher bin ich auch der Überzeugung, dass Web3 eine Befreiung für uns sein wird in der Zukunft, dass alles dezentral ist und dass nicht große Unternehmen alles kontrollieren. Daher schauen wir uns mal an. Sie haben auch eine eigene, ich nenne es nicht Wallet, aber so eigene Page, wo man halt seine Metamask-Seite haben kann, Avalanche-Wallet und. Sie sind natürlich auch Ethereum Machine-kompatibel mit den verschiedensten Projekten, Arbitrum, Avalanche, Solana etc., verbindbar. Sie haben eine richtig schöne
Roadmap, was auf uns zukommen wird, auch KI-Bereitstellung wird auf uns zukommen. Setzen Sie KI-Technologie wie zuvor beschrieben aktiv auf relevante Plattformen und Dienste ein. Sie möchten mit der KI-Möglichkeit, Tool, das Ökosystem viel besser überwachen und auch schützen. Unter anderem ist das Team auch sehr, sehr stark. CEO, Mitbegründer Venkat und ja, ein internationales Team aus Frankreich, unter anderem USA, ja, Argentinien und. Sehr, sehr stark, ultra aktiv und mit so einem Team und so aktiv, wie sie auf Twitter sind, meiner Meinung nach bei 1,6 Millionen Market Cap ist sehr viel möglich. Natürlich gab es hier einen kleinen Hocker, nenne ich es mal. Da wurde nämlich die Wallet von einem Gründer gehackt. Das war wahrscheinlich auch ein Learning für das ganze Team. Aber sie haben das Ganze nicht einfach fallen lassen. Nein, sie haben aus eigener Tasche das Ganze aufgekauft und den Schaden so gesehen minimiert. Mal schauen, wohin die Reise mit Frenchsheet hingehen wird. Meiner Meinung nach 100x sind mindestens drin. Bitte auch eure Meinung zu den jeweiligen Projekten unten in die Kommentare und auch Projekte, die wir in der Zukunft uns anschauen sollen, wie stark diese Projekte steigen können, unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich, danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Krypto Alphabet.